Ich grüße euch zu einer weiteren Sendung. Just come and look, it's easy to cook. Die letzten Male habe ich ja Bio-Pizzateig gemacht oder gebacken. Heute wird was Ordentliches gebraten. Und zwar mache ich Crispy Chicken. Und zwar habe ich es von meiner besten Freundin Jessica Simpson. Sie hat mir das Rezept damals auch per Video geschickt und heute mache ich es in Deutsch nur für euch. Und natürlich wollen wir jetzt auch schon loslegen. Wir benötigen heute ganz wenig Zutaten und zwar Hähnchenbrustfilet. Ich habe jetzt hier 500 Gramm, das reicht so für 2 bis 3 Personen. Kommt drauf an, wen ihr so einladet. Dann brauchen wir 2 Eier und Salzstangen und das Öl zum Braten. So, und wir werden, das ist ganz einfach, wir brauchen nicht mal Gewürze, wir werden einfach dieses Hähnchenbrustfilet in Salzstangen panieren und braten. Auch dazu brauchen wir erstmal die Eier. Ein hartes Ei. Das einfach mit der Gabel so zerschlagen. So, und jetzt kommen wir wieder zu meinem Zauberstab, zu meinem Kenwood Star Mix. Das ist ja ein Multigerät, die Schale mit dem Einsatz. Wenn ihr sowas nicht zu Hause habt, habt ihr Pech gehabt. Das ist einfach das Beste, um Salzstangen zu zerkleinern. Ihr könnt es natürlich auch so zerkleinern in eine Plastiktüte. Aber das hier, wenn ihr das sehen, ist der Wahnsinn. Das sind jetzt 250 Gramm Salzstangen. Und die werden jetzt mal kurz klein gemahlen. Wenn das gemahlen ist, einfach den Aufsatz abnehmen. Und mein Tipp, je feiner das gemahlen ist, umso besser haften dann nachher auch die zermahlenen Salzstangen am Fleisch. Messer rausnehmen. Oh, es ist fest. Und diese Schüssel kann man dann auch schon einfach zum Dippen nehmen. Man muss es gar nicht mehr umschütten. Und hier ist auch schon das Fleisch. Das ist schon mal so vorbereitet und klein geschnitten. Und erst ins Ei, dann in die Brezel. Und so sieht auch schon das panierte Crispy Chicken Teilchen aus. Ich sammle jetzt erstmal auf den Teller, weil ich hier so wenig Platz habe. Und das mache ich jetzt mit den restlichen auch. Alle Schnitzel sind jetzt paniert und auf in die Pfanne. Öl rein und einfach anbraten, so von jeder Seite, so 4 bis 5 Minuten. Dann können wir auch schon essen. Das dampft hier schon so lustig vor sich hin. Ich habe jetzt schon von jeder Seite 4 bis 5 Minuten angebraten und ab und zu mal gewechselt. Und wenn sie so goldbraun sind wie jetzt, dann sind sie fertig. Es ist so lecker. Yippie! In diesem Sinne, I see you, I feel you, fishy kissy. Mua.